In diesem Video geht es um in die Jahre gekommene Söldner, die nochmal aus dem Ruhestand geholt werden. Ich spreche über Könige der Finsternis. Seid gegrüßt, ihr Hörbegeisterten da draußen. Falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Ich bin der Louis vom Ronin-Hör Verlag und das ist der Kanal vom Ronin-Hör Verlag. Hier geht es auf jeden Fall um Hörbücher und darüber sprechen wir auch heute, nämlich über Könige der Finsternis, die Saga Teil 1, ein tatsächlich in sich abgeschlossenes Buch, was aber doch einen zweiten Teil bekommen hat, nämlich die Schwarze Schar, und soweit ich weiß, ist der dritte Teil gerade in Arbeit. Geschrieben wird das Ganze von Nicholas Eames und eingesprochen von Josef Vossenkuhl. Und im Original heißt das Ganze Kings of the Wire. Wir folgen maßgeblich dem Protagonisten Clay Langsamerhand Cooper, der früher vor ca. 20 Jahren mal ein sehr bekannter Söldner war, Söldnertrupp, der sich die Saga genannt hat und jetzt seit mehreren Jahren schon im Ruhestand ist mit Frau und Kind und von dem ganzen Söldnerwesen so überhaupt nichts mehr wissen will. Eigentlich, sage ich, weil sonst wären wir jetzt nicht hier. Die Saga war eine der berühmtesten, berüchtigsten und am weitesten, ja, gefeiertsten Söldnerbanden, die es jemals gab. Und die sind vor allem dafür bekannt, dass sie eben sehr, sehr viele Monster getötet haben, sehr viele Abenteuer bestritten haben und ganz, ganz viel Ruhm und Ehre sich erarbeitet haben. Kurz gesagt, in dieser Welt werden Söldnertruppen wie Rockstars gefeiert. Also, sobald man da was hört von denen, sind alle hellauf begeistert. Wenn da mal eine bekannte Söldnertruppe reinkommt, dann ist die Hölle los sozusagen und alle feiern und freuen sich und es ist sehr ausgelassene Stimmung. Das Buch beginnt damit, dass der zurückgezogene Clay Besuch bekommt von seinem besten Freund aus der Saga damals, Gabriel, oder auch der goldene Gabe genannt. Ihr merkt schon, die haben alle so Spitznamen auch. Jedenfalls, Gabriel braucht Hilfe, denn seine Tochter ist weg. Sie ist ausgezogen, um in eine Stadt auf der anderen Seite der Welt zu reisen. Dort ist jetzt zufälligerweise auch eine ziemlich große Monsterhorde unterwegs. Ja, wenn man sie da nicht rausholt, dann ist das nicht so gut für sie. Und eventuell ist sie ja auch schon tot, denn die Herzwildhorde ist ziemlich berüchtigt und vor allem so die große Bedrohung gerade in der Welt. Denn es haben sich sämtliche Monster, die im Herzwild, ein riesiges Gebiet aus ganz viel Wald und Dschungel, haben sich zusammengeschlossen, um gegen die Menschheit im Grunde zu rebellieren und die, ja, in den Untergang zu treiben. Angeführt werden diese von einem Druin, einer sehr alten Rasse, die vor allem sich dadurch auszeichnet, dass sie sehr elbenähnlich ist, meiner Ansicht nach. Bloß, ich stelle es mir vor wie ein Elb mit Hasenohren. Ja, die haben Hasenohren und sind aber trotzdem ein sehr, sehr stolzes Volk. Und natürlich auch sehr mächtig, weil sonst könnte diese Druin es nicht schaffen, diese Monsterhorde irgendwie in Bewegung zu setzen. In dem Buch folgen wir jetzt Clay und Gabriel, wie sie die alte Saga wieder zusammentrommeln, um die Tochter von Gabriel ausfindig zu machen und zu retten. Also im Grunde ist das Ganze eine Rettungsmission, die einmal über die ganze Welt stattfindet, wo dann nach und nach eben die einzelnen Charaktere wieder eingesammelt werden, also die ehemaligen Mitglieder aus der Saga. Die sind natürlich alle in die Jahre gekommen und nicht mehr so in ihrer besten Form, was zu einer unglaublichen Menge an Humor führt, der immer wieder ausgespielt wird. Mir persönlich hat das Buch unglaublich gut gefallen. Ich bin ja sehr, sehr großer Fan von Josef Vossenkuhl, wie in diesem anderen Video, was ich euch hier verlinke, wahrscheinlich schon rauslesen könnt. Aber vor allem bin ich auch großer, großer Fan von diesem Buch. Es ist so lustig zum Teil, aber es ist zeitgleich auch so dramatisch und lässt einen absolut mitfühlen. Es schafft einfach den Bogen perfekt zu spannen zwischen Humor und Dramatik und Tragik. Ich finde vor allem auch dadurch, dass die einzige Prämisse des Buchs ist, dass die Truppe zusammengetrommelt wird und dann eben die Tochter von einem von ihnen gerettet werden soll, macht das Ganze ein bisschen unvorhersehbar, was passiert. Denn es passieren halt so ziemlich viele Dinge auf dem Weg dorthin. Ich persönlich konnte das oftmals einfach nicht vorhersehen, deswegen fand ich das Buch sehr undurchschaubar und deswegen auch sehr spannend. Zudem ist es zum Teil sehr, sehr episch. Nicholas Eames hat zum Beispiel in Interviews mal gesagt, dass er sich sehr viel an Computerspielen auch orientiert und wo er die Epicness, wie er es genannt hat, er ist ja Kanadier, herbekommen. Also daher ist das Ganze auch sehr actionreich zum Teil und die Kampfszenen sind ziemlich, ziemlich cool beschrieben. Die Charaktere sind zudem sehr, sehr ausgefeilt und total liebenswürdig. Ich zum Beispiel bin großer Fan von dem Magier Moog, der eigentlich ein total verpeiltes Genie ist, aber ein total liebenswürdiger Kerl. Außerdem gibt es da dann noch zum Beispiel den König Metric, der sich selbst zum König ernannt hatte,
aber effektiv von seiner Frau regiert wird, die ihn eigentlich nur festhält bei sich zu Hause, obwohl er eigentlich schon lange weg möchte, damit sie Königin bleiben kann. Genau solche Dinge sind halt ganz oft drinnen und lässt mich persönlich da total gut reinfühlen. Ich persönlich finde auch die Charaktere relativ sympathisch, das sind aber natürlich auch so ein bisschen Anti-Helden zum Teil. Also was die auch so erzählen, was in der Vergangenheit abgelaufen ist, ist natürlich nicht ganz ohne. Insgesamt finde ich, das hört sich so ein bisschen an wie eine D&D-Gruppe, also eine Dungeons & Dragons-Gruppe von Charakteren, die ein Abenteuer bestreiten und ja, mal schauen, was dabei rauskommt sozusagen. Spannung und Humor sind auf jeden Fall beide sehr gegeben und Josef Fossenkuhl bringt das Ganze so trocken zum Teil rüber, dass ich wirklich lautlos lachen musste, als ich das gehört habe. Außerdem finde ich, dass Josef Fossenkuhl es perfekt schafft, die Charaktere auch divers darzustellen, das heißt verschiedenen Figuren verschiedene Stimmen zu geben, die dann auch durchgehalten werden und die auch zu diesen Figuren echt extrem gut passen. Also hört auf jeden Fall mal rein, wenn euch das jetzt angesprochen hat. Ich kann es euch wirklich, wirklich bloß ans Herz legen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingswerke, die ich bisher gehört habe. Denkt dran, dem Video einen Daumen hoch zu geben und lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr so von Könige der Finsternis haltet, falls ihr es schon gehört habt. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag und sage tschüss, ciao und servus. Wir folgen maßgeblich dem Gabriel.